Morgen. Morgen. Let's go. Let's go. Wie war die Nacht? Super. Restlichen Sachen zusammenpacken und dann geht's los, würde ich sagen, oder? Ja. Sehr geil. Nice Outfit. Rucksack wieder on flieg. Ja, Mann. Es geht los. Wir können wieder langsam Kilometer sammeln. Wir haben jetzt hier alles eingepackt. Wir sind ja hier in Bousonville gewesen die ganze Zeit in Frankreich. An der Grenze in Saarland. Genau, jetzt geht's erstmal immer weiter rein Richtung Paris. Erstmal ist ja der erste große Stopp. Bis dahin mache ich so warmlaufenmäßig 350 Kilometer. Ja, Mann, ich freue mich drauf. Die Jungs sind auch. Du hast irgend so ein komisches Dorf ausgewählt, auf der Map gesehen. Das ist einfach ein kleines Dorf irgendwo im Nirgendwo. Ja, yeah. Ich bin eh gespannt, wie das sein wird jetzt in Paris, auch in Frankreich, wie das so ist, wenn wir mit den Campern irgendwo bleiben wollen oder irgendwie so Wasser aufladen wollen und so. Können ja alle kein, also viele können kein Englisch hier in Frankreich. Habe ich jetzt so auch dazu gelernt. Ja. Kannst du Englisch? Also ich kann Baguette bestellen. De Baguette. So, ich würde sagen, ich gehe los. Geh mal Luft schnappen. Ist das Wetter überhaupt lauftauglich? Oder willst du erst noch warten, bis 30 Grad sind? Ja, wir haben es jetzt kurz vor 9. Ja, wir haben jetzt noch die ganze Zeit, wie gesagt, Sachen eingepackt. Würdest du sagen, ist gutes Laufwetter? Optimal. Ich hatte gestern, wo wir Familie und so Tschüss gesagt haben, war schon ein bisschen emotional irgendwie, hatte ich das Gefühl, wa? Ja. Yeah. So eine komische Stimmung. War ein richtiger Abschied. Ja, war wirklich Abschied. Okay, wo geht's lang? Da lang? Das ist so dieses Gefühl, so ein auf, du hast lange keinen Ball mehr am Fuß gehabt und auf einmal fühlt sich wie so ein Dings, weißt du? So die ersten Schritte, wenn du jetzt denkst, halt ein bisschen mehr lang mal an der Rein. Let's go. So Leute, ich bin wieder back on road, die geliebte Landstraße. Alter, hab ich vermisst, ja, geisteskrank. So, also, der Plan sieht wie folgt aus. Ich werde immer wieder langsam anjoggen, dann schnelles Gehen. Anjoggen, schnelles Gehen. Immer so im Wechsel, dass die Sehnenbänder, der Knochen sich wieder langsam an die Belastung gewöhnt. Und so sammeln wir erstmal Kilometer, um New York City einen Schritt näher zu kommen. Wir haben jetzt erstmal bis Paris, das ist ungefähr so 350 Kilometer. Bis dorthin haben wir jetzt so eine Eingewöhnungsphase, wo ich genau dieses Schema durchziehen werde. Immer wieder antesten, gucken, wie mein Körper darauf reagiert, wie die Regeneration ist, etc. pp. Und ja, geil, ich freue mich drauf. Ihr könnt euch jetzt auch wieder auf mehrere Videos freuen. Ich weiß gar nicht, was ich sagen soll, ja. Einfach super sinnig. Also eine Sache kann ich direkt sagen. In Frankreich fahren die auf jeden Fall viel, viel wilder als in Deutschland. Also ist ja geisteskrank. Die Autos fahren so nah an mir vorbei. Von gut und böse. Das war das erste Auto, was ein bisschen ausgeschert ist. Der Rest, alle gefühlt halben Meter haben mir vorbei gebrettert. Alter. Ich weiß nicht, ob ich das zeigen kann, aber hier war einfach eine Schlange. Gänsehaut. Super Sinis. So, jetzt kommen wieder die Waldwege. Mal sehen hier. Mal sehen, wie die Wälder in Frankreich so sind. Ich sag euch ehrlich, in Deutschland habe ich sie lieben gelernt. Ich fand, die geilsten Spots waren immer in den Wäldern. Wenn man so komplett alleine war mit der Natur, das ein oder andere Tier gesehen hat. Mal sehen, was in Frankreich so ist. Ich muss aufpassen, nur weil in Deutschland hatte ich immer lange Hose an. Jetzt muss ich immer aufpassen, dass ich irgendwie nicht mir noch eine Zecke einfahre oder so. Also ich muss immer nach jedem Lauf immer kontrollieren, so die Kniekehlen und sowas. Ganz wichtig, geht gut berghoch. Hey, ich bin mit der Mütze und so fühle ich mich wie so ein Pfadfinder. Ganz schön schlammige Wege, sehr schlammig. Also auch viele Pfützen. Boah, Digga. Mann. Nice.
perfekt. Was wollte ich sagen? Hier ist gerade so eine Schlange reingegangen. Die war so schnell, war aber nicht so groß. Hätte ich mal gerne aufgenommen, ja. Die ist so hochgegangen. Ich würde mal gerne wissen, falls einer von euch weiß, was es so für Schlangen gibt in Frankreich, könnt gerne mal in die Kommentare schreiben, würde mich voll interessieren. War schon die zweite, die ich heute gesehen habe. Was ich mich immer frage ist, ob das immer so extra gemacht wird, dass man hier nicht durch soll, oder keine Ahnung, ob es zufällig ist. Oh. Boah, Digga. Moria, Digga. Die waren die ersten Meter. Sehr gut. Die Steigung, gut. Die waren ja geisteskrank. Ja, die Steigung knallt schon direkt rein, Digga. Aber das ist dann was Krasses, dass die Autofahrer sind viel, viel schlimmer drauf als in Deutschland. Ja, ja. Also wirklich geisteskrank. Okay, Bro, ich geh weiter. Okay. Bonjour. Puh. Oh. Tag 1. Geil. Hat sich sehr geil angefühlt. Oh. Wieder so schön diese Waldwege. Ich habe gesehen, ich habe mich gefragt, wann wir an dir vorbeifahren. Dann habe ich geguckt, du bist mitten irgendwo im Grün. Ja, ja, ich war mittendrin. Aber Bro, ich habe zwei Schlangen gesehen einfach. Geil. So Kreuzotter. Also ich weiß nicht, was es war. Das Bild, Video? Ich habe ein Bild leider nur, weil die wurde überfahren am Straßenrand. Oh. Eine andere ist so auf dem Waldweg so schnell so an mir vorbei. Wie groß waren die? Boah, ich glaube, die war so. Bist so ein Schlangenpfad gelaufen. War geistkrank, Digga. Guck mal, Bro. War so Schlamm. Heavy. Achso, und damit kommst du jetzt in den neuen Camper rein? Ja, ich muss jetzt mal ausziehen. Also, das Lauf hat mir sehr gefehlt, Bruder. So kann es weitergehen. Das war's. Bisschen dehnen. Ganz leichtes Krafttraining, nur ein bisschen stimulieren so. Aber ja, nichts Wildes. Meine Haare sind. Geisteskrank. Ja, sonst nichts. Bisschen mit der Black Roll, bisschen ausrollen. Diese Dinger hier sind offiziell Game Changer. Was meinst du vorhin? Die laden mit 50 Watt? Nee, mit 200. Wir verbrauchen so 150 gerade mit allem. Ja. Und die laden mit 200 auf. Geistkrank. Bei Sonne. Vorhin hatten wir ein bisschen so Sonne, aber jetzt gerade fängt übertrieben bewölkt an. Ich glaube, es wird auch gleich richtig regnen. Ja, es ist ziemlich dunkel. Ja. Auf dem verlassenen Parkplatz hier. Wer immer den Supermarkt offen. Ja, der ist, glaube ich, seit Jahren zu. Wir haben ein Baguette organisiert, ein bisschen Obst. Ich stecke mir so. Da hinten. Super. Bismillah. Wir haben so einen arabischen Supermarkt gefunden. Ich glaube, es war in Algerien. Und die hatten so Steak-mäßig so irgendwas. Sah ganz gut aus. Mal gucken. Jetzt grillen wir das mal und gucken, was dabei rauskommt. Muchas gracias. De nada. Ah, nee. Wir sind im falschen Land noch. Nicht gracias. Merci. Merci. Merci de beaucoup. Rien. De rien. Et oui. Allez, je m'appelle Arda. Oui. J'ai habité à Bella. J'ai allé à New York City. Ah, oui. Oui. Andersrum. Und wieder zu. Vorschlussrecht. Was ist das? Noch eine Gabel? Achso, nee. Oh, Le Boeuf. Sieht doch gut aus, oder? Sieht gut aus. Eine richtige Marinade. Hm? So paprikamäßig. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Riecht gut, oder? Riecht geisteskrank. Riecht wirklich geisteskrank. Das ist übrigens ein ehemaliger Aldi. Ehemaliger Aldi? Ja. In Dings, in Frankreich und in Frankreich gibt es übertrieben viel Lidl. Ja. In Spanien auch, ne? Ja. Portugal auch? Ja. Haben sogar in Amerika jetzt auch aufgemacht. Lidl? Ja. Geisteskrank. Lidl, maybe Kooperation? Ja, sehr geil. Wie willst du dein Fleisch haben? Durch oder? Durch. Wie durch? Ja, so durch. Das ist ja wie Schuhsohle, aber. Pauli, willst du dein Fleisch durch oder willst du so ein bisschen Medium-Well? Wenn du schaffst.
Wie, wenn ich schaffe? Wenn du Medium Well schaffst? Ja, ich schaffe schon. Okay. Medium Well oder links durch? Hä? Oder Medium. Blutig? Hä? Medium. 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 Nee, ja. Medium War. Medium, Medium. Es gibt ja Medium, Medium War und Medium Well. Ich will so, wie ich meine Kleider trage. Ich trage meine Kleider auch extra Medium. XL. Nicht. Was meinst du, wie viel Gramm ist so ein Ding? 300 so. Die ganze, wir haben jetzt, glaube ich, jeder von uns hat 2 genommen. Ja. Und er meinte, das sind 2 Kilo. Ja. 8. Also jeder ein halbes Kilo. Ja, jeder okay. Ein halbes Kilo. Ein guter Abendsnack. Dazu noch so ein bisschen Baguette. Ein bisschen Proteins. Ja, ich habe noch ein bisschen Eier, 3 Eier dazu, ein bisschen Baguette. Schnell, einfach, funktioniert. Es gibt New York, wenn du da so an diesen Sehenswürdigkeiten bist, laufen mal so kleine Händler rum, die dir da halt so Wasser verkaufen wollen. So einfach, die kaufen das im Supermarkt und wollen dir eine Flasche andrehen, die sonst 10 Cent kostet, kommen sie so Water, Water, $1, $1, $1, Water, Water. Also gehen dir so richtig auf den Sack. Aber dafür, so. Was macht Adel da jetzt? Filmst du gerade? Ja. Wolltest du da gerade hinpinkeln? Hä? Wolltest du da gerade hinpinkeln? Was hast du denn da in der Hose, ja? Was hast du denn da? Das ist Orange, oder was ist das? Messer, wenn ich mich verteidigen muss. Gegen was denn? Wenn wir in Paris sind, oder was? Vorort, ja. Paris Vorort? Muss man sich immer vorbereiten, weißt du? Schmeckt gut, Jungs? Ja? Schmeckt gut. Sehr gut. Super, Sims. Guten Appetit, Chef. Dankeschön. Scharfe Chili vor. Ich mach Mund auf. Ist gut. Aber stark gewürzt, wa? Mhm. Bon Appetit. Bon Appetit. Ah, da hat dein Stuhl auch eine integrierte Baguette-Halterung. Schade. Super. Und die Algerier ist gut gemacht, glaube ich, dass die Algerier war. Oder Marokkaner. Kann man jagen. Was? Was meinst du? Ich will schon mal jagen, weil wild. Ich jag nur die Kilometer, ja. Meinst du das jagen oder was? Er meint so Hase oder Wild, Reh. Und das Problem ist, wenn wir jetzt ein Reh erlegen, das würden wir alles ja nicht verwerten. Mhm. Und das ärgert mich drin. Aber so einen Hasen könnten wir eigentlich machen. Let's go. Jetzt habe ich hier noch Haferflocken mit Honig, Zimt und so Schoko-Crispies und so Mandelmilch. So Freestyle. Ein bester Riegel der Welt, ich schwör's dir. Oder? Ja. Geistkrank. Erster Tag geschafft, lassen jetzt den Abend noch ausklinken, gehen gleich ein bisschen pennen. Was heißt bisschen pennen? Wir gehen richtig gut pennen. Bis morgen früh pennen. Ja, Mann, bis morgen früh pennen. Wir sehen uns morgen. Spätestens. Guten Morgen. Morgen. Wie war die Nacht? Super. War gut. Perfect Base. Base. Super. Ich will mal einen Kaffee aufsetzen. Mach das. Du trinkst keinen, ne? Nee. Merkst du eigentlich dein Bein oder irgendwas von gestern? Nee. Gut regeneriert. Mal gucken, wie es jetzt zweiten Tag ist, wenn ich loslaufe. Aber sonst fühlt sich gut an, ja? Nacht war gut, war ein bisschen frisch. So zum, keine Ahnung, am Anfang war mir sehr warm. Dann wurde es auf einmal ein bisschen frisch. Heute ist ein bisschen bewölkt, also Sonne ist nicht da. Könnte sein, dass es auch ein bisschen regnet. Mal gucken. Ich gehe auf jeden Fall gleich los und dann sehen wir uns später wieder. Super. Okay, Bro, dann viel Erfolg. Später, Bro. So, Leute, Tag 2 in Frankreich. Nacht war super, gut geschlafen. War ein bisschen frisch abends, aber könnte eigentlich jederzeit regnen. Deswegen habe ich auch heute eine leichte Jacke an. Sonst, ja, wieder Kilometer sammeln. Bein fühlt sich gut an. Hat gut regeneriert von gestern. Ich bin gespannt, wie sich das jetzt weiter so entwickeln wird. Mal sehen, was wir heute so alles Schönes sehen. Super. Alter. Hier wurde ganz schön viel gehackt. Wie cool das aussieht. So eine richtige Mauer. Geil. Hopp, hopp, hopp!
sehr hügelige Wege wieder. Ich muss aufpassen, dass ich hier nicht in so ein Schlagloch wieder trete oder so. Dass meine Fußgelenke stabil bleiben. Ich muss mich eh ab und zu mal wieder bremsen, weil die Euphorie in mir so rauskommt. Das ist jetzt am Anfang, nach der schweren Verletzung. Ich habe mir die Zeit gegeben jetzt bis Paris, die 350 Kilometer, um wirklich reinzukommen. Und ich darf jetzt nicht überpacen, dass der Körper gut darauf adaptiert. Die Sehnenbänder etc., der Knochen. Und deswegen muss ich immer wieder so runterholen. Obwohl ich am liebsten hier schon drüber brettern würde, aber ich muss jetzt smart bleiben. Aber wieder schön ruhig jetzt gerade. Vorhin war sehr viel Landstraße. Diese Wege finde ich eigentlich am geilsten. Ups. Weil du hier so komplett in der Ruhe bist. Du kannst deine Gedanken freien Lauf lassen. Normalerweise als Stadtkind ist man eigentlich immer nur Lärm gewöhnt. Und ich sag ehrlich, durch diese Reise habe ich diese Ruhe in der Natur lieben gelernt. Ist echt crazy. Also Stadtleben, safe, hat auch seine Vorteile, ist cool. Aber vertraut mir, wenn ihr nur an Stadtleben gewöhnt seid, geht mal in ein Dorf oder an die Natur. Und ihr wisst gar nicht, was das eurem Körper gibt, eurem Geist gibt. Wenn ihr mal alles zur Seite stellt, diese ganzen äußerlichen Einflüsse, ist schon crazy. Man wird voll geerdet. Einfach Dschungel. Alter, langsam hier rüber. Man merkt gar nicht, aber manchmal sind hier unter diesen Ästen ist einfach so ein tiefer Loch. Man muss echt aufpassen. Weil ich jetzt auch eine große Hose anhabe, was mich jetzt hier nicht unnötig sticht. Vielleicht sehen wir heute wieder eine Schlange. Man weiß nie. Also ich verstehe nicht, wie man mir so einen Weg anzeigen kann. Es ist geistkrank. Man kann hier gar nicht laufen. Ich muss gefühlt so langsam hier an diesen Ästen und so vorbei. Wie soll ich denn hier durch? Ich verstehe nicht, was das für ein Weg ist. Angeblich war hier mal eine Straße. Aber keine Ahnung, was das hier sein soll. Scheiße. Hey, geht's gar nicht voran. Was ist da hinten? So. Geht's jetzt hier? Ich sehe immer noch nichts. So, jetzt hier ist wieder relativ guter Weg, wo ich jetzt wieder vernünftig Meter machen kann. Oh, das hat mir sehr viel Zeit gekostet. Sehr viel Zeit. Ich bin, glaube ich, gefühlt für 500 Meter habe ich, glaube ich, gerade 15 Minuten gebraucht. Okay, weiter geht's. In den Wald rein. Ich weiß nicht, ob das im Video so rüberkommt, aber ich sage euch ehrlich, dieser Waldabschnitt ist gerade der schönste, den ich, glaube ich, seit langem gelaufen bin. Weil die Sonne kommt hier nicht komplett durch. Es schimmert nur so ganz leicht ab und zu. Die Luft ist richtig geil. Und du hast hier so komplette Ruhe. So. Es ist voll, voll geile Atmosphäre gerade. Okay. Also, wie ihr euch denken könnt, warum ich jetzt hier stehe. Normalerweise sagt mir jetzt die Map, ich soll hier rüber. Genau hier an der Stelle. Ich weiß nicht, ob damals hier bei Google Maps eine Brücke war, dass er das dachte, dass ich hier rüber kann. Das Problem ist, ich weiß halt nicht, wie weit der See ist. Ich muss mal gucken gleich, ob ich entweder außenrum. Ich hätte kein Problem, rüber zu schwimmen, aber was soll ich mit meinen ganzen elektronischen Sachen machen? Ich habe hier Kopfhörer, Powerbank und sowas. An sich, man merkt, es ist eine Strömung da, aber das Wasser sieht eigentlich gar nicht. Weil weit ist es nicht. Theoretisch schnell rüberschwimmen. Ich gucke erstmal, wie weit es ist. Wenn nicht, dann eine kleine Schwimmsession. Ist voll cool irgendwie, immer jede Person, die vorbeiläuft oder die man so sieht, immer bonjour, bonjour. Richtig cool. Was geht, Hermanos? Was geht? Ja. Nicht erwartet, ne? Hier war doch eine Brücke. Jetzt geht's auf die andere Seite. Aber das Wasser sieht jetzt auch nicht so nice aus. Obwohl mit der Sonne sieht es cool aus, aber ist schon sehr dreckig. Sehr, sehr dreckig. Aber wenn es sein muss, wären wir auch rübergeschwommen. Kein Problem. Thank you.
Bonjour. Bonjour. Super. Alter, waren das Wege. Ich habe in der Story gesehen, war ein bisschen Waldweg. Geisteskrank. Ein bisschen? Ja, keine Ahnung, ich muss mich auf jeden Fall gleich mal checken, ja, ob ich irgendwie Zecken oder so irgendwo habe. Mich haben gefühlt voll viele Sachen gestochen. Und ich war so an einem See und der hat mir gesagt, ich muss jetzt über den See. Ich dachte mir so, okay, war da vielleicht damals eine Brücke oder sowas? Dann bin ich erstmal weitergelaufen, dachte ich mir, okay, wenn es nicht sein muss, dann muss ich irgendwie rüber. Aber bin ich erstmal so weitergelaufen und dann kam irgendwo da hinten eine Brücke. Aber ja, Bro, ich muss mich voll bremsen, ja. Du willst schneller laufen? Ja, ich will schneller und ich will mehr so, aber ich muss mich bremsen. Das ist echt gerade auch so dieser Kampf gegen die Gedanken so. Aber ja, war gut. Lidl-Parkplatz wieder? Digga, ich schwöre, Lidl verfolgt uns. Yeah. Lidl verfolgt uns. Aber super Platz, oder? Hier ist Schatten ein bisschen. Schatten, Sonne. Alles. Schatten, Sonne, wir haben alles, was wir wollen. Du kannst es auch einfach nicht sein lassen, oder? Bro, wir sind keine klassischen Läufer. Wir sind Cyborgs. Bam, bam, she wanna flip for the gram. Bust up, baby, sabin who I am. So she wanna do it all on cam. Like, hold up, sabin how to hold up, pull up. Papi te paga los biles, pero quiero todo lo tuyo. Prefieres hacerlo conmigo, que siempre lo hacemos bien duro. So, jetzt mach ich schnell meine Subs. Wie war Dusche? Kalt. Kurz und knackig, ne? Omega sehr gut für die Entzündungswerte im Körper. Super, jetzt noch mein Ingwer. Ganz schwarz gemüllt. Honig auch noch? Honig auch noch, natürlich. So, Brain Paul hatte die Idee, wie können wir effektiv Wasser sparen, aber trotzdem uns frisch halten. So können wir es ein bisschen. Bisschen waschen. Hier haben wir den frischen Honig. Guck mal, auch so eine sehr spezielle Farbe. Grüße gehen raus an Patrick. Bismillah. Nehmen wir eine große Schippe hier rauf. Boah, der ist scharf heute, der. Schwarzkümmelöl. Wenn ihr Schwarzkümmelöl holt, guckt immer, dass kalt gepresst ist und ungefiltert. Und bestenfalls natürlich Bioqualität. Du weißt, worauf ich jetzt richtig Bock hab? Ja. Ich glaube, ich mache mein Rührei draußen. Ja? Ja. Ich gehe mal eben zu Lidl Eier holen. So diese Maracuja-Eisdinger oder allgemein diese Twister, Maracuja oder Capri, Lutschfinger. Warum lachst du, Digga, wenn ich Lutschfinger sage? Was würdest du sagen, was so dein Lieblingseis? Kaktus, auch super. Twister. Also von diesen fruchtigen ist Twister am besten. Warte, warum lachst du, Digga? Du meinst allgemein Lieblingseis? Ja. Häagen-Dazs, Peanut Butter Crunch. Mm. Unglaublich, ja. Stark. Wenn wir das hier irgendwo finden, Digga. Aber schwer. Aber so für Sommer sind so diese Capri-Dinger und so am besten. Ah, dann sag mal was für meine albanischen Brüder hier, sag mal was. Boit fola alla Receptore. Aperitif oder was? Perfekt für den Sommer. Wasser, Elektrolyte. Wir sitzen hier. Hast du das Gefühl, dass du irgendwo in Frankreich bist? Schon irgendwie, oder? Könnte auch die A31 sein, ne? In Deutschland. Vom Ambiente her. Was du cool findest, an jedem Menschen, die du vorbeiläufst, immer Bonjour. Bonjour. Nee. Das ist cool. Bonjour und bonsoir. Genau, bonsoir ist guten Abend. Und dann denkst du, du hast es so drauf, kannst auch jetzt so guten Abend sagen. Dann sagst du zu einem irgendwann am Abend bonsoir und er so Bonjour. Du hast auch nichts. Ich sag einfach Moin. Weißt du noch, was ich dir damals beigebracht hatte? Was auf Türkisch heißt so guten Abend. Weißt du, kannst du dich erinnern? Nein. Wenn wir immer an den Häusern vorbeigelaufen sind, habe ich das immer gesagt. Und dann hast du es auch angefangen zu sagen. Weißt du, wie es heißt? Also, es war auf jeden Fall nicht Merhaba, es war Yakshamla. Yakshamla, ja. Yakshamla. Ja, Digga, Adam. Er hat's drauf, Bruder. Er hat's einfach drauf. Yakshamla. Immer so abends, wenn du dann machst, so Yakshamla. Moin geht nicht in der Türkei, ne? Morgen? Moin. Nee, sag mal einfach Günaydın. Günaydın? Günaydın einfach. Mhm. Abendbrot? Abendbrot, wir haben Eier, wir haben Käse, wir haben Oliven. Die Oliven sind immer super, ja. Wir haben sogar hier so dicke Ingwerknollen drin.
machen wir uns Wraps mit Käse und Putenbrot so ein bisschen. Eier, habe ich hier noch Haferflocken mit so Cornflakes mäßig. Wir genießen den Sonnenuntergang noch, ne? Genießen den Sonnenuntergang. Kalorien tanken. Auch schon wieder ein Arbeitstag rum, ne? Der Block gehört doch langsam zum Ende hin, ne? Ja, langsam aber sicher. Langsam. Wraps sieht gut aus, wa? Oh, dann schmilzt der Käse mal schön. So Zartbitterschokolade. Und Honig. Wow, ja. Mindestens 90%. Alles drüber sogar noch besser. Mit Honig? Wie bist du drauf gekommen? Er dippt alles in Honig. Er hat sogar die Karotte vorhin in Honig gedippt. Für Karotte in Honig. Ich bin honigsüchtig. Offiziell. Also ich kenne mich als honigsüchtig. War es dann auch schon wieder mit dem ersten Block, ne? Stimmt. Erster Tag ist fertig. Ich habe aber noch was organisiert. Mhm. Können wir die Tage spielen, ja? Oha. Uno und Skippo. Müssen wir uns aber auf die Regeln vorher einigen. Ja, ist kein Stress passiert. So, wir sehen uns dann im nächsten Video wieder. Superstens. Entspannte Nacht.